Schon wieder beim Rauchen. Super guter Tee. Bio und Fairtrade. In einer Glasflasche. Ist gar kein Tee. Ist Limonade. Ah, ist Limonade. Das heißt aber Tee, ne? Lemonade. Nein. Ach so, das ist das. Es ist trotzdem gut. Jetzt ums Back! Scheiße! Ja, hast du es im Griff? Total, mein Navi. Kommen wir heute noch nach Hause? Ja. Meinst du auch? Ich bin mir dann noch nicht so sicher, wenn Mia fährt. Es soll berechnet. Wow, wo müssen wir hin? Ey, nicht nur mal komplett durch die Stadt, ne? Ich muss mich konzentrieren, bitte absolute Ruhe. Das ist der Zürichsee. Und da kann man ein Tretboot fahren. Da liegen ganz viele Segelboote. Man hat von da aus eine ganz schöne Sicht auf Zürich. In der Schweiz muss man aufpassen, dass man ja die Geschwindigkeit einhält. Weil sonst kann es nämlich ganz schön teuer werden. Die Mia gilt hier schon als Mini-Raserin, ne? Ach, 6 Meter. Ich rase überhaupt nicht. Ich sag ja Mini-Raserin. Gar nicht. Also innerorts 50, Landstraßen 80 und Autobahn 120. Sehr gut. Ja. Ich meine, weißt du es? So. Grüne Wiese im Sonnenschein. Schön Wo sind wir? In Rüti. Du hast es geschafft. Ja. Wow. Ich wieder zurückgeschafft. Das ist die schöne Stadt, in der die Laura wohnt. Aha. Ja. Rüti. Beneidet mich jetzt alle, ne? Total schön. Wahrscheinlich. Ist also schön. Schön, ne? Idyllisch. Also immer das heißen mag. Und jetzt gehen wir? Schoki kaufen! Yeah. Wir müssen ja unsere Schweizer Franken wieder loswerden. Könnt ihr noch Käse kaufen? Oh, Käse! Oh, Käse ist wie geil als Schokolade. Käse! Und ich kann weniger Kalorien. Hallo, kannst du alles überbacken? Ah, da links, links, Entschuldigung. Achtung! Yeah. Yippie! Willkommen in der Schweiz, in Rüti nochmal. Wir sind gerade Schokolade einkaufen. Weil wir haben 40,5 Franken übrig. Und das heißt, und die müssen wir loswerden. Ganz viel Schokolade kaufen. Und jetzt haben wir hier viele, viele Tafeln Schokolade und wir haben nicht mal 20 Franken zusammen. Also wir haben nicht mal die Hälfte unseres Geld weg. Ja. Oh, die schmilzt, wenn du die ganze Zeit trägst. Und die Scheiße ist, die Leute, boah, die guck mal, sehen sofort, dass wir Deutsche sind. 20 plus... Das sind nochmal 10. Also haben wir schon mal 30 Franken weg. 20 plus, hä? Das sind 20 circa, das sind ungefähr 10 Franken. Da haben wir 30 Franken, da haben wir immer noch 10 Franken zu viel. 10 Franken müssen wir noch loswerden. Du willst extra nochmal große mitnehmen? Bist du eigentlich? Weiß ich nicht. Bist du bekloppt, Mann? Okay, dann nehmen wir die für 20 und nehmen wir Käse. Kaufen jetzt Käse. Der Käse ist. Siehst du schon, wie die alle grinsen? Weißt du, was ich kaufen muss? Da gibt es so total leckeren Senf mit Mayonnaise. Ah, hier.
Das ist das Geilste überhaupt. Das gibt's doch bei uns auch. Nee, das gibt's bei uns nicht. Das ist ganz normale Mayonnaise. Das ist Mayonnaise. Nein, Entschuldigung. Wolltest du die Lachscreme haben? Nein. Die es bei Ikea gibt. Nein, nicht Lachs. Die ist norwegisch. Nein, das ist, warte, ich muss es suchen. Senf mit. Mit Mayo. Das Senf mit Mayo? Muttert. Was suchst du? Oh, wie heißt das? Gibt's hier von, ich weiß, dass es das gibt. Rutsch mal. So, fehlt Mayonnaise. Ja, sonst gucken wir bei Coop drüben noch, weil die haben eher so extravagante Sachen. Ich sag euch, das ist total lecker. Ne? Ja. Mia, würdest du jetzt nochmal das Lied von vorher singen? Ich bin so glücklich. Das heißt, warum bin ich so fröhlich? Ach so. Ah, du weißt ja warum. So fröhlich. Also 47. Käse. Käse. Gibt's überhaupt Käse für 47 Franken? Das war da hinten. Käse, komm. Wenn nicht, nehme ich dir noch eine Packung weg. Oh, was hast du gekauft? Jack Daniels. Yeah. Schokolade. Alter, hier darf man nicht schwanger, hungrig oder bekifft durchgehen. So ist das. Also, wir haben Salat. Le Salat. Eben Tomaten, Paprika okay. Ja. Gurke. Mhm. Süßkartoffel. Mhm. Brokkoli. Avocado. Oh, das ist lecker. Ja. Ich hätte gern ohne Brokkoli Avocado. Also Mia, wir möchten hier bleiben. Möchtet ihr wirklich? Ich hätte gerne Herzchen. Wenn ich schon gefragt wird. Dicke oder dünne? Herzchen? Ja, dicke dünne. Ich bin nicht so gut im Schnibbeln. Da könnte nie kocht werden. Ich würde immer essen. So? Oh, ein Gurkenherz. Kiri. Oh. Es reicht ein Herzchen. Ab jetzt darfst du gerne Laura, scheiden. Was möchtest du? Ich hätte gerne, dass du mir ein Bild rausschnittst. Ein was? Einen Bill. Einen Bill Kaulitz. Bill Kaulitz, ja. Wie hat er denn jetzt die Haare? Hat er nicht Dreadlocks zurzeit? Nein, das hat doch der andere Vogel. Ach so, das war doch Tom. Ach so. Dreadlocks hat er auch nicht mehr, der hat Zäpfchen. Oh, Zäpfchen. Reicht das an Paprika? Ich glaube ja. Du siehst die so viel okay, bei Herzen, die ganzen du hast dein Piercing vergessen. War dein Piercing? Augenbraue und Lippe und Nase. Haare. Paprika wollt ihr alle, ne? Gesicht, Auge, normale Haare, plus Piercing, Mund mit Piercings und die Nase mit Septum. Sehr geil. Ein wunderschöner Beil Kaulitz. Danke. Gern. Boah, meine sehr Eltern anständig. Sich lieb, wenn das wieder gucken. Zum Gruß an deine Eltern sagen. Aufspielen. Kannst du ja einen Gruß an deine Eltern sagen. Hallo lieber Mama, Papa, Papa. Liebe Mama, das ist ein Gruß an euch. Danke für eure wertvolle Erziehung, was die Ernährung betrifft. Ich kann mich jetzt hier aufspielen. Das bedeutet mir sehr viel Dank. Das war schön. Eine Möhre. Muss man die davor schälen? Nein. Meine Anatomielehrerin hat immer gesagt, Dreck reinigt den Magen. Genau. Meine Mama hat immer gesagt, Dreck macht Speck. Ja. Was ist das denn für unsere Zuschauer? Das ist eine Süßkartoffel. Möchtet ihr auch? Die ist. Wir müssen jetzt professionell wirken. Das ist hat nichts zu tun mit der normalen Kartoffel, die man so kennt, weil die kann man roh essen, die hier, die andere nicht. Und die schmeckt total lecker, süß und hat die Konsistenz von Karotten. Na, Mia, was sagst du zu Süßkartoffeln? Willst du auch davon haben? Ja. Nimm das eklige Anfangsstück. Was? Kriegst du es frisch? Nein, ich hab einen Armreif für dich. Welches ist das jetzt meins? Wunderschön.
und Olivenöl und ein bisschen Salz dran. Na, dann mach das mal. Das klingt super. Hey! Maria? Was machst du da? Ja, das ist das die Rache für die Wasserschlacht vorhin? Ach nee. Ja, das ist eigentlich eine Rache, das nicht das war dein Teller. Das macht ja nichts. Stimmt, ich kann doch gleich aufgeholt. Ich nach der Gartenschlauch. Ich kann viel Essig ab. Übrigens, hier das Close-up zu den Augenringen. Ihr wolltet sie sehen. Da habt ihr sie. Danke. Sie hat aber auch welche. Schönes Meersalz mit Kräutern. Richtig. Das ist aus dem Züricher Seemeer. Nee. Nee. Habt ihr hier ein Meer in der Schweiz? Nein. Ich bin leider in Erdkunde nicht so gut. Nee, das war eine Erdkunde. Dein Ernst? Ja. Das ist ja geil. Was soll denn hier für ein Meer sein? Ich bin blond, ich darf das. Wunderschöne Nüsse hast du da übrigens. Schöne Nüsse, ne? Die sind roh. Aber das nützt gar nichts, da steht gar nichts drauf. Die sind roh. Aus Thailand importiert. Genau. Total cool. Man kann nämlich schnell rohe Nüsse kaufen. Hier geht unser Geschmack über Gesundheitshandy. Mmh. Nice. Komm her. Nicht mit den Fingern andutschen, ich mache das so professionell. Entschuldigung. Jetzt auch mal fertig mit Erdnüssen oben drauf. So schön. So schön. So schön. So viel aber was wollt ihr trinken? Ich bin mit Wasser zufrieden. Was hast du denn sonst so gesagt?